Ich glaube nicht, dass ich nur einem Menschen fehlen würde. Denn dem ich fehlen möchte, der macht sich nichts aus mir. Ich glaube nicht, dass ich etwas versäumen würde. Denn was ich kennenlernte, daraus machte ich mir nichts. Ich glaube nicht, dass ich was zu erwarten habe. Worauf ich warten wollte, war Zärtlichkeit von ihr. Ich glaube nicht, nein, ich glaube nicht, dass ich noch länger leben möchte. Wenn ich jetzt sterben würde, könnte ich mir die Welt träumen, wie sie nicht war. Du hattest keine Tränen mehr, gestern als wir uns trafen, du zittertest, dein Blick war leer. Ich hörte zu und wärmte mich und zog dich von der Straße und nahm dich mit zu mir. Auch ich glaub nicht, dass du dem Menschen fehlen würdest, dem du so fehlen möchtest. Der passte nicht zu dir. Ich glaube schon. Ich glaube, dass du etwas versäumen würdest. Denn was du kennenlerntest, das war der Anfang nur. Ich weiß genau, dass du was zu erwarten hättest. Worauf du warten solltest, ist Zärtlichkeit von mir. Ich wünsche sehr, ach, ich wünsche mir so sehr, dass du noch länger leben möchtest. Wenn wir zusammenhalten, ertragen wir die Welt so, wie sie ist. Du hattest keine Tränen mehr, gestern als wir uns trafen, du zittertest, dein Blick war leer. Ich hörte zu und wärmte dich und zog dich von der Straße und nahm dich mit zu mir. Du hattest keine Tränen mehr, gestern als wir uns trafen, du zittertest, dein Blick war leer. Ich hörte zu und wärmte dich und zog dich von der Straße und nahm dich mit zu mir. Weißt du, alle schreien im Moment nach Frieden. Doch wenn jeder Einzelne vor seiner eigenen Haustür kehrt, sein Gegenüber nicht direkt verurteilt, weder für sein Aussehen, für sein Handeln, sondern ihn so sein lassen, wie er ist, dann fängt vor unserer eigenen Haustür bereits der wahre Frieden an. Du hattest keine Tränen mehr, gestern als wir uns trafen, du zittertest, dein Blick.